Hallo und herzlich willkommen zurück zur UCM One Unboxing-Reihe. Heute mit dem Produkt Trio Infernal, ein Film mit Romy Schneider. In unserem Mediabook, welches die Blu-ray und die DVD beinhaltet. Der Film ist ab 18 Jahren freigegeben. Das ist aber nur ein Aufkleber, der mit der Folie mit abgeht. Die Folie ist ganz weich, man braucht, wie ihr gerade gesehen habt, gar keinen Cutter, um sie zu entfernen. Weg ist sie. Das Mediabook ist schön matt, damit es im Licht nicht glänzt. Die Romy Schneider in einer stylischen Aufmachung. Hinten ist sie mit ihrem Film-Ehemann und ihrer, ich glaube, es ist sogar ihre Schwester. Es ist ein bizarrer Film, Trio Infernal. So viel will ich vorwegnehmen. Das ist die DVD mit dem Artwork-Motiv. Daneben sieht man ein Chamäleon, das ist wieder Romy Schneider, allerdings in Blond. Es ist hoffentlich eine Perücke mit einer langen Zigarette. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber ein sehr stylisches Foto. Die erste Seite ist recht dick. Hier geht's schon los. Mit den kontroversen, verstörenden, bizarren Bildern dieses Films. Wie heißt denn dieser Darsteller? Ja, Michel Piccoli, wie er Romy an den Boden drückt. Warum? Das könnt ihr nur rausfinden, wenn ihr den Film guckt. Das ist eins der Originalplakate, welches auf Seite 3 zu sehen ist. Trio Infernal, die teuflischen drei. Etwas zum Gucken, etwas zum Bewundern, Frau Romy Schneider. Und es geht hier ein Aufsatz los. Ja. Viel zu lesen im Auftrag des Teufels heißt dieses Essay hier im Polaroid. Nochmal die bildhübsche Romy Schneider. Ja, dieses Essay ist in mehreren Teilen. Erstens Schau, zweites Spiel, Schauspiel. Während, ja, Standbilder vom Film sind mehr Text, Horror und Groteske. Ja, es ist ein grotesker Film, alles klar. Noch weitere Standbilder. Ui, darf man das auf YouTube zeigen? So viel Blutrünstigkeit. Ich kann euch versichern, das ist nur Make-up. Das ist nicht wirklich so passiert, aber es ist tatsächlich ein seltsamer Film, ja, dieser Typ wurde anscheinend im Auge geschossen, will man gar nicht wissen. So, das muss ich hier etwas zensieren. Sehr blutrünstige Szenen, sehr unappetitliche, sehr groteske, eigentlich nicht so toll anzugucken, aber man hat sie hier, wenn man Fan davon ist. Aber es gibt ja noch viel Text zum Lesen, der wahrscheinlich auch erklärt, warum ist dieser Film so, wie er ist. Nämlich recht bizarr, verstörend. Hier betet Romy Michel Piccoli förmlich an. Warum, kann ich euch nicht sagen. Ja, obwohl ich den Film geguckt habe, aber wahrscheinlich muss ich mir die Texte durchlesen, damit ich schlau werde. Drei Tänze für ein Inferno. Das ist hier noch ein Essay. Ja, viel zu lesen. Filmkunst als Krönung, wahrer Filmkunst, Maestro aller Genres. Die Musik von Trio Infernal. Und
Ragtime und Marschmusik. Also es geht noch weiter um die Filmmusik, die tatsächlich einzigartig ist bei diesem Film. Und es geht noch weiter mit diesem Essay. Mein Gott. Walzer einer trügerischen Idylle. Das Planthema oder kurze Befreiung von Gift verbrecherischen Handelns. Barocke Göttlichkeit und Fazit und ein paar Infos über den Autor und noch mehr. Stand vor. Eine Großaufnahme aus dem Film. Warum auch immer eine Gasmaske. Hier ist die Handlung. Ihr könnt hier nachlesen. Was soll das alles? Und das ist ein Film mit Romy Schneider. Wie passt das zusammen? Es ist und natürlich Michel Piccoli, der einzigartige, bizarre Darsteller. Hier sind Produktionsgeschichten. Fast hätten wir es vergessen. Es geht hier in diesem Film auch um die Person, um die Schauspielerin, um das Phänomen Romy Schneider. Die, ich glaube, sie hatte tatsächlich großes Interesse, diesen Film zu machen. Ein Film bis heute unverstanden geblieben, denn sie zeigt sich auch mal so, ja, verschmiert und mit Blutwunden und eine Filmografie ist hier noch zu lesen. Mascha Gonska, ja, das ist, ich glaube, sie spielt ihre Schwester in diesem Streifen, eine großartige Rolle, ihre Filmografie und ihre Biografie und Michel Piccoli darf bei diesem Trio Infernal nicht fehlen. Da ist er. Was für ein Kerl! Ja, so kann nur er sich in Szene setzen. Seine Filmografie. Der Regisseur Francis Giraud. Francis Giraud? Ein bisschen Text über ihn und ein Auszug seiner Filmografie. Hier ist das höllische Trio. Nochmal in Großaufnahme auf einer Doppelseite zu bewundern. Ein alternatives Kinoplakat auf einer ganzen Seite. Eine Mordszene auf der vorletzten Seite. Natürlich ist die letzte Seite, genau wie die erste, etwas dicker. Und auf der letzten Seite sieht man Michel, wie er diabolisch lacht. Ja, er hat gut lachen. Wahrscheinlich hat er wieder mal viel Geld mit einem geplanten Mord verdient. Das ist die Blu-ray. Nochmal mit dem Artwork-Motiv. Nun, ihr seht, mit diesem Mediabook kann und soll man sich in diesen Film vertiefen, in Stimmung versetzen, wenn man Erklärungen will, wenn man Interpretationen will. Da gibt es jede Menge nachzulesen. Ihr habt das jetzt etwas banausenhaft kommentiert, aber ich bin mir sicher, da kann man sich gut hinein vertiefen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Produkt und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.